25.10.1943. Die Nacht war unruhig wie selten. Schwere, feindliche Artillerie schoss die ganze Nacht. Wir bauen ohne Unterbrechung die Bunker aus. Beim Morgengrauen setzt starkes, feindliches MG-Feuer ein. Wir erwarten einen feindlichen Gegenangriff. Da vorne bei den Kompanien die Munition knapp wird, versuchen wir im stärksten Granatwerferfeuer MG-Munition zu den Kompanien zu bringen. Da als wir auf dem halben Weg sind, setzt der feindliche Gegenangriff ein. Dem Feind gelingt es, rechts durchzubrechen und Teile der Kompanien abzuschneiden. Diese können sich jedoch unter schweren Verlusten noch durchschlagen. Unser 762er Packgeschütz wird von hinten überrascht. Nur Feldwebel Meyer gelingt es, unverletzt zurückzukommen. Die ganze Bedienung ist gefallen. Auch Gefreiter Steinke kann schwerst verletzt mit einem Bauchschuss zurückgebracht werden. Auch Unteroffizier Klinko vom leichten Granatwerferzug ist nicht mehr zurückgekommen. Alles flutet jetzt zurück. Dann nimmt Hauptmann Sauer die verwirrte Lage wieder in die Hand. Er führt die Kompanien wieder zum Gegenangriff vor. An der Rollbahn vor dem Dorf wird die neue HKL gebildet. Der Feind ist zum Halten gebracht. Am Nachmittag bringen wir wieder Munition zu den Kompanien. Dabei wird Gefreiter Riedel durch Brustschuss schwer verwundet. Unsere Artillerie hat schon pausenlos geschossen. Der Russe hat wohl auch massenhaft Verluste, aber wer fragt schon danach? Unser Bataillon ist nur noch ein kleines Häuflein. Am Abend ist die Gesamtgefechtsstärke nur noch etwa 90 Mann. Die 2. und 3. Kompanie sind zusammengeworfen und es sind noch 21 Mann. Bei Dunkelheit werden die Kompanien wieder mit Munition versorgt. Der Russe liegt nun am Dorfeingang, 50 bis 60 Meter von unseren Stellungen entfernt. Wir sollen noch einen Minenriegel legen, doch erweist sich dieses als unmöglich, da der Feind viel zu nahe ist. 26.10. Noch ist es nicht richtig Tag geworden. Da beginnt ein höllisches Trommelfeuer. Nach einer Stunde setzt der feindliche Angriff ein. Überall rollen die feindlichen T-34 ran. Rechts von uns können die wenigen Kameraden dem starken Druck nicht standhalten und müssen zurück. Unsere Pack hat einen schweren Stand. Schon brennen 6 oder 7 feindliche Panzer, die anderen kehren um. Da greift der Russe auch mit großen Massen direkt vor uns an. Unsere Kompanien, nur noch ganz kleine Häufchen, fluten zurück. Da ist wieder Hauptmann Sauer, dem es gelingt, alle wieder zu sammeln. Mit Panzern und Sturmgeschützen geht es wieder zum Gegenangriff. Etwa 200 Meter vor dem Bataillonsgefechtsstand wird in Stellung gegangen und der Russe aufgehalten. Nun versucht der Feind einen Gewaltstreich mit seinen Panzern. Er stößt bis zum Bahndamm vor und will uns von hinten abschneiden. Doch die Panzerjäger sind auf der Hut. In wenigen Minuten stehen 13 russische Panzer dicht beisammen am Bahndamm in hellen Flammen. Am Mittag sind es 28 feindliche Panzer, die abgeschossen wurden. Der gesamte Angriff ist abgeschlagen. Nun gilt es, die überall im Gelände festsitzenden Russen zu fassen. Wir treten zu kleineren Gegenangriffen an. Dabei wird der Stabsgefreite Döring schwer verwundet, kurz darauf auch Kossup und Merkel. Heute Nacht soll die ganze HKL zurückverlegt werden. Wir beziehen eine Flankensicherung. Dabei werde ich gegen 15 Uhr durch einen Schulterdurchschuss verwundet. Ich werde sofort verbunden. Es ist nur eine reine Fleischwunde. Der Arzt schickt mich zurück. Der Pionierzug ist nun nur noch 6 Mann stark. Das ganze Bataillon hat noch 60 oder 70 Mann. Ich fahre zu den Leerfahrzeugen, von dort mit der Küche weiter zum Tross. In Michailowka steht alles in Flammen. Man hört, dass in dieser Nacht die ganze Front um etwa 100 Kilometer zurückverlegt werden sollte. Die Gefahr eines größeren Angriffs und einer feindlichen Einkesselung besteht. Als wir nach Timoschewka kommen, ist das Dorf von allen Trossen schon geräumt. Wir fahren weiter zurück. Die Rollbahn ist verstopft mit Truppen aller Art. 4 bis 5 Kolonnen fahren nebeneinander. Nur sehr langsam geht es vorwärts. 27. Oktober 1943.
Mittags treffen wir nach 150 Kilometer Fahrt beim Armeefeldlazarett 561 in einem größeren Ort ein. Doch hier wird niemand mehr aufgenommen, da alles geräumt werden muss. Zu Hunderten liegen überall die Schwerverwundeten herum. Große Transportkolonnen mit schweren 6-Tonnen-Lkw stehen zum Abtransport bereit. Ein Teil kommt gleich zum Flugplatz und wird mit der Ju-52 weggeschafft. Ich fahre mit einem Transportzug nach Nikolajew ab. Am nächsten Tag, früh um 5, kommen wir in Nikolajew an. Seit gestern Mittag, 13 Uhr, sind wir ohne Unterbrechung unterwegs. 270 Kilometer wurden gefahren. Etwa 80 Kilometer nördlich von Cherson fuhren wir über den Dnieper. In Cherson war gerade Fliegeralarm. Und lange konnte man die feindlichen Leuchtschirme am Himmel sehen. Ebenso das Aufblitzen der Bomben. Nach langen Abfahren der Lazarette werden wir endlich ins Feldlazarett 13 aufgenommen. Alle sind froh, dass diese Fahrt zu Ende ist. Es war kalt und man wurde nur so herumgeschüttelt. Ein Kamerad auf unserem Wagen ist unterwegs gestorben. Wir werden entlaust und anschließend dem Arzt vorgestellt. Feldwebel Menzel vom leichten Granatwerferzug ist auch mitgekommen. Ungeheuer groß ist überall der Zustrom von Verwundeten. Am nächsten Tag wird das Feldlazarett 13 von der Luftwaffe übernommen. Wir sollen so bald als möglich weiter nach rückwärts transportiert werden. Mir geht es ganz gut, ich habe keine besonderen Schmerzen, auch das Essen ist ganz gut. Heute wird wieder Verbandswechsel gemacht. Am Abend kommt der Stabsarzt und bestimmt die Patienten, die morgen verlegt werden sollen. Auch ich bin dabei. Gegen Abend wird plötzlich ein Transport fertig gemacht. Es soll mit der Ju-52 abgehen. Feldwebel Menzel und ich sind wieder beisammen. Als wir jedoch zum Flugplatz Nikolajew Ost kommen, startet gerade die letzte Maschine. Wir bleiben über Nacht auf der verwundeten Umschlagstelle des Flugplatzes. 1. November 1943. Noch ist nicht bekannt, wann die nächste Maschine abfliegt. Ich sehe mir mal den ganzen Flugplatzverkehr an. Ständig starten und landen die Bombergeschwader. Hin und wieder kommen die Ju-52 mit Verwundeten von der Front. Auch das sechsmotorige Transportflugzeug Gigant steht hier. Um 14 Uhr kommen plötzlich zwei Ju-52, die nach Odessa fliegen sollen. Feldwebel Menzel und ich machen uns sofort auf, mit einer Maschine zu fliegen. Um 14.45 Uhr geht es los. Es ist ein sonderbares Gefühl, wenn man zum ersten Mal in einem Flugzeug sitzt. An mir hängt ein Zettel, DRGM N0908. Begleitzettel für entblauste Verwundete und Kranke. Name Hammer, Dienstgrad Obergefreiter. 17405E. Inhaber des Zettels, K6, ist entlaust, am 6.11.43. Ausgestellt am A5, Dienststempel, Krankenmeldestelle Krakau. Ruhig und sicher fliegt die alte Ju. Um 15.25 Uhr landen wir auf dem Flugplatz Odessa. Dort werden wir erstmal verpflegt, um dann um 20 Uhr zum Bahnhof zu kommen. Dort steht ein BVZ. So behelfsmäßiger Verwundetenzug, worin wir gleich verladen werden. In den Waggons sind je 15 Mann untergebracht. Es sind Betten eingebaut. 2. November. Der Zug wird noch beladen. Es wird wohl erst morgen losgehen. Der Zug soll voraussichtlich nach Lemberg fahren. Er nennt sich BVZ Main. In der Nacht um 2 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung. Wir fahren vorerst durch rumänisches Interessengebiet, welches von Odessa bis Scherminka reicht. Rumänische Eisenbahnen und Lokomotiven führen den Transport. Am Abend sind wir auf dem Bahnhof Ivanovka. Fast auf allen Haltestellen steht die Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln sowie Seife zum Verkauf oder Tausch. Doch ist alles furchtbar teuer. Das Wetter aber ist wenigstens ganz schön. 4. November. Früh 8 Uhr stehen wir auf dem Bahnhof Scherminka. Hier wird unser Zug wieder von deutschen Eisenbahnern übernommen. Laufend begegnen uns Materialtransporte. Um 15 Uhr sind wir dann in Kretschani. Lemberg wird gegen Mittag erreicht. Noch wissen wir nicht, ob wir hier ausgeladen werden.
Doch um 13 Uhr rollt der Zug wieder weiter. Prätzemsiedl durchfahren wir um 19 Uhr. Es begegnen uns Transporte mit der Leibstandarte Adolf Hitler, die von Italien nach Osten rollt. Es ist recht kühl und unser Ofen geht Tag und Nacht nicht aus. 6.11. Unser Ziel Krakau ist erreicht. Um 8 Uhr werden wir entladen und zur Krankensammelstelle 1 gebracht. Es ist Sonntag, wir sollen erst morgen entlaust werden. Ein prima Mittagessen gibt es, Gänsebraten und Rotkraut, dazu Apfelkompott. Am nächsten Tag um 9 Uhr ist wieder Entlausung. Um 16 Uhr werden wir verladen, das Ziel ist nicht bekannt. Abends gegen 21 Uhr fährt der Zug dann ab. Um 24 Uhr sind wir in Oderberg. 9.11. Wir fahren südlich. Es geht durch die Tschechei. Früh sind wir in Lundenburg und mittags in Wien auf dem Aspang-Bahnhof. Dort werden wir entladen. Hier muss ich mich vom Feldwebel Menzel trennen, der in ein anderes Lazarett kommt. Ich komme ins Reservelazarett 25a Wien 2, Feuerbachstraße 1-3, Zimmer 19, 2. Etage. Mit mir ist noch der Obergefreite Wilhelm Meyer von der 97. Jägerdivision. 9. bis 23. November 1943 im Reservelazarett 25a Wien. Die Wunde ist ziemlich gut abgeheilt. Chefarzt war der Oberstabsarzt Dr. Pascha. Die Verpflegung war nicht so gut. Auch war der Ausgang sehr beschränkt. Alle Patienten sind vom Lazarett in Wien nicht so recht zufriedengestellt. Heute Abend fahre ich für 16 Tage in genesenen Urlaub. Um 21.25 Uhr fährt ein Zug vom Westbahnhof ab. 24.11. Ich bin gut in Unterrodach um 12 Uhr gelandet. Es war eine tolle Fahrt, alles überfüllt. Schon in Wien ist der Zug brechend voll gewesen und viele Kameraden sind nicht mehr mitgekommen. 24.11. bis 29.12. Genesungsurlaub in Unterrodach. Am 9. Dezember ist wieder Reisetag. Um 10.45 Uhr ist Abfahrt. Wie üblich wieder stark überfüllte Züge mit Verspätung. Erst um 22 Uhr komme ich in Magdeburg an. Ich melde mich bei der Genesenenkompanie 66, die zurzeit in den Baracken der Schröte-Kaserne liegt. 10.12. Ich muss mich bei der Zentralkartei des Ersatzbataillons 66 melden. Von dort werde ich zu meiner alten Ersatzkompanie für Pionierzüge Mod 13 überwiesen. Am Nachmittag melde ich mich dort. Es sind verschiedene bekannte Kameraden anzutreffen. Auch Oberfeldwebel Maurer ist eingetroffen. Hauptfeldwebel ist jetzt der Hauptfeldwebel Knüppel. Kompanieführer Leutnant Betthausen. Der im Frühjahr in der Kompanie gewesene Spieß Hauptfeldwebel Steinböck sowie Feldwebel Höhne und Feldwebel Frillock sind in Russland, kurz nachdem sie abgestellt waren, gefallen. 15. Dezember. Ich kann heute wieder in den Erholungsurlaub fahren. 18.30 Uhr fahre ich in Magdeburg ab, komme jedoch nur bis Saalfeld. Dort übernachte ich im Wehrmachtsübernachtungsheim und fahre morgen früh weiter. 16.12. um 7 Uhr komme ich in Unterrodach an. Hans, der schon neulich in Urlaub da war, ist zurzeit in Kronach im Lazarett wegen eines Ausschlages. 25. Dezember. Gestern verlebten wir alle gemeinsam einen wunderschönen heiligen Abend. Die Eltern sowie Hans und Frau waren hier. Heute ist nun auch die Mutter von Geußen zu einem kurzen Besuch gekommen. Hauptsächlich die Kinder sind ganz begeistert. Gestern wurde unsere Division im Wehrmachtsbericht besonders hervorgehoben. Folgender Absatz. In den Kämpfen um Kirovograd hat sich die altmärkische 13. Panzerdivision unter Führung des Generalleutnant Hauser besonders bewährt. Unser vorheriger Divisionskommandeur, General von der Chevalier, ist jetzt in einem Armeekorps und wurde mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz ausgezeichnet. Heute Abend ist eine Weihnachtsfeier der NSDAP-Ortsgruppe Unterrodach. Es sind eine ganze Anzahl Urlauber anwesend. Im Osten sowie in Süditalien halten nach wie vor die schweren Abwehrkämpfe an. Ebenso hat der Bombenterror in letzter Zeit wieder stark zugenommen. Hauptsächlich Berlin, Bremen, Aachen, Frankfurt sowie eine Anzahl anderer westdeutscher Städte wurden betroffen.
Reichsminister Dr. Goebbels hielt am Heiligen Abend die Weihnachtsansprache an das deutsche Volk. Das Wetter passt nicht zur Weihnachtsstimmung, es ist nur trüb und regnerisch. 31. Dezember 1943. Das alte Jahr sowie der Urlaub geht zu Ende. Heute ist wieder Reisetag. Hans ist am Dienstag wieder ins Lazarett nach Kronach. Er hatte 8 Tage Weihnachtsurlaub. Das Wetter ist nach wie vor noch trüb und regnerisch. Im Wehrmachtsbericht ist immer noch von den schweren Abwehrkämpfen zu hören. Das Schlachtschiff Scharnhorst ist im Nordmeer im Kampf mit überlegenen englischen Seestreitkräften am 26.12.43 gesunken. Von uns 5 Pionieren, die im August 1941 von Schweinfurt zur 13. Panzerdivision abgestellt wurden, ist nur noch Bräuning, Heffner und ich bei der Wehrmacht. Dorfhuber wurde im Ostkaukasus schwer verwundet und ist kurz darauf an seiner Verwundung gestorben. Leo Beck hat im Dezember 1941 eine Hand verloren und ist entlassen. 1944. 2. Januar. Das neue Jahr beginne ich wieder in der Kaserne. Fahrplanmäßig um 18 Uhr bin ich in Magdeburg angekommen. Heute früh um 3 war wieder Fliegeralarm. Berlin wurde auch stark angegriffen. Kamerad Bockelmann ist auch wieder hier und wir gehen zusammen in die Stadt. 8. Januar 1944. In der vergangenen Woche habe ich 2 Tage den Pioniergeräteunteroffizier vertreten, die anderen Tage im Kompaniegarten gearbeitet. Der Gefreite Schwarz ist auch wieder eingetroffen. Feldwebel Meyer hat einen Brief aus Russland vom Pionierzug erhalten. Es sind keine guten Nachrichten. Oberfeldwebel Hahn führt wieder den Pionierzug. Obergefreiter Mechau, Gefreiter Hanke und 2 Mann vom neuen Ersatz sind wieder gefallen. An der gesamten Ostfront dauern immer noch die schwersten Kämpfe an. Bei Schitomir ist der Russe durchgebrochen und steht jetzt fast an der polnischen Grenze. Berlin wurde am 3. Januar wieder angegriffen. Hier in der Kompanie haben wir Feldwebel Zabel als neuen Spieß erhalten. 10. Januar. Heute Abend bin ich wieder mal in Unterrodach. Bin heute früh in Magdeburg abgefahren. Soll für 14 Tage zum Erholungsaufenthalt nach Tirol. Habe nun die Fahrt unterbrochen und fahre morgen Mittag weiter. Meine Lieben waren alle recht überrascht, als ich plötzlich unerwartet ankam. Es regnet schon den ganzen Tag. Es scheint, als ob heuer kein Winter werden will. 11. Januar. Mittags 11 Uhr fahre ich mit dem Eilzug in Kronach ab. In Lichterfels wird gerade Fliegeralarm gegeben. Die Fahrt geht über Nürnberg, Augsburg und um 17.45 Uhr kommt der Zug pünktlich in München an. Um 20 Uhr fahre ich mit dem Personenzug nach Rosenheim. Dort heißt es dann wieder umsteigen. Das gleiche gilt auch in Wörgl. Hier liegt überall ziemlich viel Schnee, während es im übrigen Reich nirgends Schnee gibt. Der ganzen Fahrt heute hat es geregnet. 12. Januar. Um 1.35 Uhr erreiche ich die Endstation. Das Städtchen Kitzbühel in Tirol ist mein Reiseziel. Bis zum Morgen verbringe ich die Nacht im Wartesaal des Bahnhofs. Gegen 6 Uhr früh kommen noch 5 weitere Kameraden. Wir begeben uns bald zum städtischen Verkehrsamt, wo wir uns melden und unsere Quartiere zugewiesen bekommen. Kamerad Obergefreiter Otto Albert vom Nachrichtentrupp 13 in Magdeburg und ich werden nach Schloss Lebenberg verwiesen. Dort sind bereits schon 7 Kameraden, die gestern eingetroffen sind. Die Hausdame weist uns unsere Zimmer an. Wir sind angenehm überrascht. Jeder hat ein wunderbar eingerichtetes Zimmer für sich. Es ist fließendes, warmes und kaltes Wasser da. Dazu Dampfheizung sowie ein wunderbares Bett, Divan und Polstermöbel. Bald haben wir uns häuslich eingerichtet. Ein bequemer Aufenthaltsraum mit Radio sowie Bibliothek stehen zur Verfügung. Bei dem gestrigen Tageseinflug der englischen und amerikanischen Luftwaffe wurden 136 Flugzeuge abgeschossen. 15. Januar. Ich habe mich ganz gut eingelebt. Man ist mit der näheren Umgebung allmählich bekannt geworden. Im Schloss sind außer uns 9 Soldaten noch 8 bis 10 Privatgäste, meist adelige Herrschaften. Die Mahlzeiten werden gemeinsam im Speiseraum eingenommen. Besitzer des Schlosses ist Graf Schlick.
Wir sind über unsere Bewertung sehr zufrieden. Das Essen ist tadellos. Dazu gibt es zum Mittag und Abend je ein Viertelliter Rotwein. In den letzten Tagen haben wir uns das Städtchen Kitzbühel in allen Ecken und Enden angesehen. Hier ist alles auf Kurbetrieb eingestellt. Über 60 Hotels, Pensionen und Fremdenheime bieten Unterkunft. Kitzbühel ist ein internationaler Skisportplatz. Hier treibt sich allerhand vornehmes Publikum herum. Das Stadtbild ist beherrscht von Wintersportlern aller Art, die in den unmöglichsten und tollsten Anzügen und Aufmachungen herumlaufen. Mit der Seilbahn fahren wir auf den Berg und es bietet sich ein wunderbarer Anblick, eine herrliche Alpenwelt. Das Wetter, welches die ersten Tage recht neblig war, hat sich in herrlichsten Sonnenschein verwandelt. Wir unternehmen hier ausgedehnte Spaziergänge. 19. Januar. Zweimal waren wir schon auf dem Hahnenkamm heute. Dann besichtigen wir das Heimatmuseum. Auch die Filme Zirkus Renz und Konzert in Tirol haben wir uns angesehen. Bald wird unsere Zeit hier um sein. 21. Januar. Morgen wollen wir abfahren. Obwohl wir bis zum 24. Januar hier bleiben sollen. Wir möchten alle erst noch einige Tage nach Hause fahren. Abends bringt die Deutsche Arbeitsfront für alle Urlauber eine Sondervorstellung der Kitzbühler Theatergruppe, die mit der Aufführung Die drei Dorfheiligen uns alle begeistern. In Kitzbühel sind im Ganzen 250 Kameraden zum Erholungsaufenthalt. Dies nennt sich Reichserholungswerk der Deutschen Arbeitsfront und soll in Zukunft auch gleichzeitig für Rüstungsarbeiter und Arbeiterinnen erweitert werden. 23. Januar. Gestern um 9 Uhr fahre ich, Obergefreiter Albert und Offizier Kilian ab. Wir müssen jedoch in Wörgl 4 Stunden warten, da der Zug so lange Verspätung hat. In München fahren wir dann um 17 Uhr mit dem Zug weiter. Ich steige um 22.30 Uhr in Lichtenfels aus, da ich keine weitere Verbindung mehr habe. Beim Roten Kreuz wird übernachtet. Am nächsten Tag um 7.30 Uhr lande ich gut in Unterrohrdach. Hans ist noch in Kronach im Lazarett, ist aber jetzt für 2 Tage auf Urlaub. Der Rundfunk meldet, dass bei den Luftangriffen am 21.01. auch Magdeburg bombardiert wurde. Gestern wurde Kurt Schaller hier begraben, der in Berlin in einem Lazarett gestorben ist. Die Engländer und Amerikaner haben vor einigen Tagen 50 Kilometer südlich Rom Truppen gelandet und dort einen Brückenkopf gebildet. Im Osten hat sich der Schwerpunkt der Schlacht nach Norden verlegt. Im Raum von Leningrad und der übrigen Nordfront wurde unsere HKL zurückgenommen. Heute Abend um 22 Uhr fahre ich wieder in Kronach ab. 4. Februar. Die letzte Woche verging teils nur mit Aufräumungsarbeiten von Bombenschäden, teils mit Wache. Gestern wurde ich wieder zur Feldabstellung eingeteilt. Außer mir ist der Feldwebel Glade, Obergefreiter Schubert, der Obergefreite Karkor und der Gefreite Ratschmann, Galib, Mötter und Rüsse dabei. Heute ist wieder Untersuchung und dann Einkleidung. 5. Februar. Heute melden wir uns in Friedrichfestsäle, wo die genesenen Marschkompanie zusammengestellt wird. Kompanieführer ist Oberleutnant Becker, Spießfeldwebel Nimmdorf. Appelle und sonstiges Drum und Dran füllen unsere Tage aus. Noch ist der Abmarsch unbestimmt. Ich habe heute mit Luise telefoniert und sie eingeladen. 14. Februar. Seit Freitagabend ist Luise hier. Wir haben bei Frau Bertling in der krummen Ellbogenstraße 7 ein Zimmer gemietet. Machen uns noch ein paar schöne Tage. Unter anderem besuchen wir die Operette. Im Zentraltheater läuft der arme Jonathan. Doch heute heißt es Abschied nehmen, denn unser Transport geht schon am Vormittag ab. Ich bringe Luise um 3.30 Uhr zur Bahn. Bereits um 11 Uhr rollt der Zug ab. Am Abend fahren wir durch Cottbus, dann später über Breslau. 18. Februar. Die Fahrt ging bis jetzt über Krakau. Gestern wurden Marketenderwaren ausgegeben. Hinter uns liegt Przemil, Tarnopol, Schmerinka und Balta. Es gibt auch Löhnung, die in Schlotti ausbezahlt wird. 36 Schlotti für 10 Tage. Ich glaube, das heißt Slotti, ne? Okay. Heute sind wir in Golta, doch von hier wird ein neues Marschziel angegeben. Wir müssen wieder ein Stück zurückfahren. Talnoje ist das Ziel des Transports.
Es ist der März. Gestern Abend haben wir das Bahnziel erreicht. Heute wird nun ausgeladen. Es regnet. Die Schlammperiode ist seit einigen Tagen eingetreten. Wir müssen dann eben zu Fuß weiter. Unser Gepäck wird auf einer Pannier-Munitionskolonne aufgeladen. Nach 25 Kilometer Marsch kommen wir todmüde in einem Ort an. Hier wird Quartier gemacht. Wir befinden uns im Raum Kirovograd. Hier war bereits vor 14 Tagen der Russe. Zerschossene Panzer liegen überall herum. 2. März. Die genesene Marschkompanie wird nun auf die verschiedenen Einheiten verteilt. Wir müssen wieder zu Fuß mit einem Gepäck weiter, da die LKW, die uns abholen wollten, im Dreck stecken bleiben. Später erst in der Nacht kommen wir beim Regiment an. Dann geht es zum Tross der 4. Kompanie 93. Zur Kompanie kommen Obergefreiter Kohl, Blankenheim, Benderoth, Konrad und ich. 4. März. In aller Frühe geht es heute nach Ruschkowo, 10 Kilometer von hier. Dort steht die Feldküche und der Gefechtstross. Unvorstellbar sind die Wegeverhältnisse. Nur Kettenfahrzeuge können durch den Schlamm kommen. Hauptfeldwebel Holz ist auf Urlaub. Oberfeldwebel Thomas vertritt den Spieß. Kompaniechef ist Hauptmann Scharf, Pionierzugführer Oberfeldwebel Maurer, Packzugführer Leutnant Pape. Feldwebel Heiger ist auch noch da. Da der Hauptmann Sauer noch im Urlaub ist, führt Hauptmann Scholz zurzeit das Bataillon. Oberst Barth ist noch Regimentskommandeur. Die Division führt der Eichenlaubträger Generalmajor Mikusch. Und Offizier Emil Vogler vom Kompanietrupp hat vor kurzer Zeit das Ritterkreuz erhalten. Am Abend fahren wir mit der Küche zur Stellung. Das Bataillon liegt seit 3 Wochen hier. Es soll verhältnismäßig ruhig sein. Im Pionierzug ist der Unteroffizier Strobel und Stahlhut. Die beiden Letztergenannten sind erst vor 4 Tagen mit 12 Mann Ersatz gekommen. Von den alten Kameraden ist noch der Obergefreite Grunge und Stabsgefreiter Schulze da, sowie einige andere. Max Bräuning ist in Urlaub. 6. März. Unteroffizier Stahlhut und Unteroffizier Beine werden zu einem längeren Kurs abkommandiert. Ich werde nun als Gruppenführer eingeteilt und erhalte die 1. Gruppe. Grunge führt die 3. Gruppe und Schulz die 2. Gruppe. Unteroffizier Strubbel macht Zugtruppführer. 7.3.1944. 20 Uhr machen wir Stellungswechsel. Wir beziehen die Stellung des 1. Bataillons der 66er. Diese wird als Kampfgruppe herausgezogen. Das Wetter ist nach wie vor regnerisch und unfreundlich. Am nächsten Tag beginnen wieder Absetzbewegungen. Es besteht größere Einschließungsgefahr. Fast alle Kraftfahrzeuge werden gesprengt. Eine kleine Pannierkolonne ist zum Abtransport von Granatwerfern und Munition zusammengestellt. Um 18 Uhr wird sich vom Feind gelöst. 30 Kilometer müssen in dieser Nacht geschafft werden. Das Dorf Palschik muss erreicht werden. Der Rückmarsch geht über Romanowka, Verbovels und Brodetskoje. 9.3. Nach scheinbar endlosem Marsch durch Dreck und Schlamm kommen wir um 5 Uhr früh am Ziel an. Kurz vor dem Dorf erhalten wir von beiden Seiten feindliches Feuer. Wir sind keine Minute zu früh da. Max Bräuning ist aus dem Urlaub zurückgekommen und um 15 Uhr geht es schon wieder weiter zurück. Der Russe ist wohl schon wieder durchgebrochen und droht uns einzuschließen. Seit 4 Tagen haben wir keine Verbindung mehr zum Tross oder zur Feldküche. Wir müssen uns selbst versorgen. 11. März. Gestern früh sind wir nach 35 Kilometer Marsch in der Stadt Novoarchangelsk angekommen. Alle Straßen sind verstopft mit Kraftfahrzeugen aller Art. Hier gibt es seit Tagen wieder mal Verpflegung. Wir ziehen auf Ortsrandsicherung am ostwärtigen Stadtrand. Feindliche Schlachtflieger greifen an. Ziel ist die Brücke, die sie mehrmals mit Bomben und Bordwaffen angreifen. Am Abend setzen wir uns wieder ab. Wir verteilen uns auf die Munitions-LKWs und sollen weiter nach Peromaisk. Dort ist die Auffangstelle der Division. Es sind 80 Kilometer zu schaffen. 13. März. 50 Kilometer sind wir in der vergangenen Nacht gefahren. In dem Dorf Olschanka schlafen wir uns erstmal tüchtig aus. Heute müssen wir weiter.
Gegen Mittag kommen wir in Peromaisk am Bug an. Der größte Teil des Bataillons ist schon hier. Aus der Einkesselungsgefahr sind wir vorläufig heraus, doch schon um 22 Uhr geht es wieder weiter. Es geht am östlichen Bugufer in unveränderliche Richtung. Die ganze Nacht wird marschiert. Das 14. März. 4 Uhr früh wird eine Marschpause eingelegt, doch schon um 7 Uhr geht es weiter. Es regnet in Strömen. Vollkommen nass erreichen wir das heutige Ziel, der Ort Serigarevka. Hier sollen wir einen Brückenkopf über den Bug sichern. Überall haben wir viele Fußkranke, zu groß sind die Strapazen, dazu kommt die wenige Verpflegung. Wir haben uns Pferde gefangen, die uns hauptsächlich zum Tragen von Munition und Maschinengewehren dienen.